Die Rabenkrähe ist in Deutschland westlich der Elbe verbreitet und zahlreich. Östlich der Elbe wird sie durch die grau gefiederte Nebelkrähe ersetzt. Rabenkrähenpaare nisten stets einzeln, meist in hohen Bäumen am Waldrand, in Feldgehölzen, auf Friedhöfen sowie in Dörfern und in den Randbereichen der Städte. Das Nest aus Zweigen wird mit Gräsern, Laub oder Tierhaaren weich ausgepolstert. Waldohreule oder Turmfalke, die sich selbst kein Nest bauen, nutzen alte und verlassene Krähennester mitunter als wertvolle Plattform zur Aufzucht ihrer Nachkommen.